Ich bin hier, um Sokrates zu sehen. Cassandra! Du weißt, wer ich bin? Natürlich weiß ich das. Sokrates spricht ununterbrochen von dir. Und du bist? Seine Frau natürlich. Ich bin Xantippe. Sokrates hat mir nie erzählt, dass er eine Frau hat. Typisch. Er hält höchstens mal den Mund, wenn er gerade isst. Aber mich zu erwähnen, vergisst er natürlich. Also, wo ist Sokrates? Er schrieb mir, dass er mich hier treffen wollte. Das wüsste ich auch gerne. Er ging gestern Nacht zu einem Symposion und ist noch nicht nach Hause gekommen. Dann sollte ich vielleicht dort nach ihm suchen. Ich war gerade selbst auf dem Weg dorthin. Komm, leiste mir Gesellschaft. Wie lange seid ihr schon verheiratet? Schon eine ganze Weile. Was hat er an sich, dass du so sehr liebst? Liebe würde ich das nicht nennen. Er bereitet mir ständig Verdruss. Das überrascht mich nicht. Trotzdem lohnt sich der Verdruss. Sein Verstand ist ohnegleichen. Abgesehen davon ist er ein ziemlich guter Liebhaber. Das will ich mir lieber nicht vorstellen. Deshalb ist Alcibiades das vermutlich auch so vernarrt in ihm. Bitte erwähne diesen Namen nicht. Immer kommt er betrunken vorbei und schickt Sokrates Geschenke wie diese riesigen Kuchen. Das wusste ich nicht. Oh, schon gut. Xantippe! Was ist los? Sokrates! Sie nahmen ihn mit! Sie meinten, er stünde unter Arrest! Weswegen? Ich habe keine Ahnung. Wir unterhielten uns noch nach dem Symposion. Ich würde sagen, frag ihn doch selbst, aber er wird sicher bewacht. Wir haben ihn nach Südosten gebracht. Dieser Narr! Ich wusste doch, dass es so kommen würde! Ich finde ihn. Keine Sorge. Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Am besten, wir lassen den Dingen ihren Lauf. Glaube ich, dass Sokrates festgenommen wurde. Ich muss herausfinden, was geschehen ist. Cassandra, was machst du denn hier? Das könnte ich dich auch fragen. Ich bin nun einmal hier, doch ich wüsste gerne, wie du hierher kommst. Haben dich die Wachen reingelassen? Wir kennen einander jetzt schon so lange. Du weißt, wie ich reingekommen bin. Du hast mich gelehrt, dass es Momente gibt, in denen es sinnvoll ist, zur Klinge zu greifen. Aber ich glaube nicht, dass dies ein solcher Moment war. Ich war besorgt um dich. Die Sorge weiß ich zu schätzen, aber wenn du nur etwas länger gewartet hättest, dann wäre das Verfahren vorbei und ich wäre frei. Du gehst zu keinem Verfahren. Ich hol dich hier raus. Ich verstehe deine Sorge, aber was würde eine Flucht bringen, außer anderen zu beweisen, dass ich schuldig bin? Nein, ich freue mich sogar auf dieses Verfahren. Du willst eine Verhandlung, um zu beweisen, dass du sie von deiner Unschuld überzeugen kannst? Genau das! Du suchst dir deinen Nervenkitzel, ich suche mir meinen. Warum wurdest du festgenommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und das stört dich nicht? Manchmal kommt das Verständnis nicht dann, wenn wir es uns wünschen. Noch wichtiger ist, dass ich hierdurch die dringend benötigte Zeit zum Nachdenken habe. Worüber denn? Ich war bei der Pythia und sie sagte, es gäbe niemanden, der weiser wäre als ich. Ein faszinierender Gedanke, der mich einfach nicht mehr loslässt. Sokrates, die Pythia ist... Es ist nicht wichtig, was du glaubst, was sie ist oder nicht ist. Ich muss nicht nur ihre Worte, sondern auch mein eigenes Selbst bedenken. Ich weiß nichts. Wie könnte man mich also weise nennen? Was hat das damit zu tun, dass man dich eingesperrt hat? Meine Zeit hier und das Verfahren werden mir helfen, die Antwort zu finden.
Ich komme zurecht. Vertrau mir. Ich kenne dich schon eine ganze Weile. Das stimmt. Und würdest du uns Freunde nennen? Würde ich. Und Freunde teilen Wichtiges miteinander, nicht wahr? So ist es. Warum wusste ich dann nicht, dass du verheiratet bist? Nach dem, was du gerade gesagt hast, sind wir entweder keine Freunde, oder Freunde teilen doch nicht alles miteinander. Also, was ist es? Ich habe mich oft gefragt, wie sehr du dir unsere Gespräche zu Herzen genommen hast. Nun habe ich meine Antwort. Was hast du gemacht, um verhaftet zu werden? Ich habe meine Meinung gesagt. Wenn man dafür verhaftet werden kann, bin ich deshalb hier. In Zukunft solltest du vorsichtiger sein. Du riskierst jedes Mal Leib und Leben, wenn du deine Klinge ziehst. Nur weil es bei mir die Zunge ist, die spitz ist, heißt das nicht, dass ich nicht bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Da du nicht mit mir kommen willst, suche ich die Pythia eben selbst auf. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe der Sache auf den Grund. Ich lasse es nicht zur Verhandlung kommen, auch wenn du dir deines Freispruchs sicher bist. Ach, Cassandra, du! Ich komme wieder, wenn ich habe, was ich brauche. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Hey, du darfst hier nicht sein! Wir wollen uns niemandem! Nein, nicht du. Du erinnerst dich? Geh einfach. Ich bin zu alt für so etwas. Lassen! Komm schon! Lecker! Ich bin besser nehmen. Du könntest auf Blut stoßen, wenn du nach oben gehst. Du schon wieder? Ich bin aus einem anderen Grund hier. Warum bist du hier? Mach schnell! Es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Kult ist tot. Wie meinst du das? Tot? Genau so. Ich habe alle getötet. Keiner kann dich mehr zu etwas zwingen. Du magst die Entscheidungsträger demaskiert haben, aber der Kult ist nicht mit ihnen gestorben. Ihre Überzeugungen existieren weiter. Dann finde und töte ich eben all seine Anhänger. Das ist eine unmögliche Aufgabe. Nun sag mir, was du willst. Du hast Sokrates etwas gesagt und ich will wissen, warum. Es ist sonderbar zu hinterfragen, warum die Pythia spricht. Ich weiß, warum du sprichst und ich weiß, wer über deine Stimme gebietet. Warum wollte der Kult, dass du Sokrates sagst, er wäre der Weiseste? Das hat mir nicht der Kult aufgetragen. Das kam von mir selbst. Das würde der Kult niemals zulassen. Deshalb war ich auch sehr vorsichtig. Ich hätte Sokrates gern als Verbündeten, aber ich konnte ihn nie einfach so um Hilfe bitten. Verbündet? Wofür? Ich weiß viel über Sokrates. Nicht nur er hat mich oft besucht, sondern auch seine Schüler. Komm zur Sache. Du weißt, dass die Götter nicht durch mich sprechen.
Ich spüre, dass Sokrates derjenige ist, der auch andere davon überzeugen könnte. Wenn ihm das gelingt, braucht mich der Kult nicht mehr. Du hoffst also, er kommt zu dem Schluss, dass die Götter nicht existieren? Es spielt keine Rolle, ob Sokrates an ihre Existenz glaubt. Er muss nur daran zweifeln, dass sie durch mich sprechen. Ich verstehe, warum du meinst, Sokrates könnte helfen. Aber warum sagst du ihm, er sei der Weiseste? Er wird sich fragen, was es heißt, der Weiseste zu sein. Ich hoffe, er begreift, dass er das nicht ist und beginnt am Wort der Götter zu zweifeln. Wenn du ihm einfach gesagt hättest, dass deine Worte nicht die der Götter sind, wäre dann nicht der gleiche Zweck erfüllt? Noch dazu viel schneller. Sokrates ist kein Mann, der auf einfache Antworten aus ist. Sein Antrieb ist größer, wenn er die Antworten selbst finden muss. Das wird langsam etwas kompliziert. Was du auch tust, verrate Sokrates nichts. Ich verstehe. Er muss selbst auf die Antwort kommen. Ganz genau. Aber wenn du Sokrates wirklich helfen willst... Kurz vor dir war ein Schüler von ihm hier. Er wirkte verzweifelt. Verzweifelt? Er presste sich ein Buch an die Brust und sah sich ständig um. Er erzählte mir, er würde in ein Grab in der Nähe gehen, bis es wieder sicher für ihn wäre. Danke, ich suche ihn. In Frieden! Geh weg! Hab keine Angst. Ich gehöre nicht zu denen. Das heißt nicht, dass du mich nicht trotzdem umbringst. Du bist das nur für dich selbst. Sokrates ist mein Freund. Wirklich? Beweise es! Sokrates ist einer der verdrießlichsten Menschen, die ich je kannte. Er redet und redet und redet. Und es fühlt sich an, als würde er nur Fragen aufwerfen, damit er weiter reden und reden und reden kann. Was du verdrießlich nennst, nenne ich brillant. Doch es ist klar, dass du ihn gut kennst. Was wollten diese Männer von dir? Aus irgendeinem Grund wollten sie diese Schriften von Sokrates. Nun, ich habe sie geschrieben, aber es sind seine Worte. Ein ausgefallenes Beutestück. Einer von ihnen war ein Großmaul. Er erwähnte die Priester im Heiligtum der Athener Pronea. Er meinte, das wäre das Letzte, was sie brauchen, um Sokrates loszuwerden. Ich habe mich schon lange gefragt, was lehrt Sokrates eigentlich? So vieles. Folge ihm einfach einen ganzen Tag lang und du wirst nicht einschlafen können, weil dir so viel durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Tag mit ihm aushalte.
Was brachte dich zu Sokrates? Ich kenne keinen, der so ist wie er. Und sicher wird sich das nicht so schnell ändern. Jeder Tag mit ihm ist ein lohnender Tag. Ich kümmere mich um die Priester. Danke. Und, nun ja, bitte gib dies Sokrates. Nach allem, was ich von ihm gelernt habe, schmerzen mich diese Worte. Aber ich habe eine Familie. Worum es auch geht, ich darf mich in nichts verstricken lassen. Dann willst du also nicht länger sein Schüler sein? Ich schätze, ich habe keine Wahl. Vielleicht ändert sich das eines Tages. Ich werde ihm diese Schriften überbringen. Danke. Und bitte beschütze ihn. Ohne ihn wäre diese Welt ein schlechterer Ort. Der Schüler hat mich auf etwas gebracht. Xantippe erwähnte ein Symposion. Vielleicht kann ich die anderen Teilnehmer dazu bringen, Sokrates zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, warum die Priester Sokrates loswerden wollen, aber ich muss mich um sie kümmern. Vielleicht kann ich sie dazu bringen, sich für Sokrates einzusetzen. Es ist natürlich, wie Xenophanes sagt. Nehmen Schüler nicht das auf, was ihre Lehrer ihnen beibringen? Was, wenn der Lehrer falsch liegt? Werden dessen falsche Lehren dann nicht über Generationen hinweg weitergegeben? Du setzt voraus, Schüler seien nicht weise genug, die Schwächen ihrer Lehrer zu durchschauen. Denke an die, die vor uns kamen. Erst Thales, dann sein Schüler Anaximander und danach Anaximenes. Ohne die Lehren seiner Vorgänger darf man wohl davon ausgehen, dass Anaximenes nicht zu den von ihm gezogenen Schlüssen gelangt wäre. Das glaube ich ganz und gar nicht. Vielleicht kann dieses neue Gesicht eine andere Perspektive bieten. Ein Schüler erhält das gesamte Wissen seines Lehrers, ohne die Antworten selbst finden zu müssen. Ist er schlau, sollte er jene übertreffen, von denen er gelernt hat. Eine scharfsinnige Beobachtung. Die beim Erhalt des Wissens gesparte Zeit erlaubt es dem Schüler, Ideen nicht nur zu erweitern, sondern auch mehr eigene zu entwickeln. Aber was, wenn der Schüler Ideen erweitert, ohne zunächst ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen? Wenn wir anderen zuhören und jedes Wort für bare Münze nehmen, liegt die Schuld allein bei uns. Also egal, ob nun Schüler oder Lehrer spricht, wir müssen stets Zeit darauf verwenden, nachzuprüfen, ob das Gesagte überhaupt wahr ist. Deine Erscheinung verrät dich, Söldling. Offenkundig hast du deinen eigenen Lehrer gewählt. So etwas in der Art. Er ist der Grund, weshalb ich hier bin. Sokrates braucht eure Hilfe. Sokrates? Ha! Wenn du eine Debatte möchtest, es dürfte uns schwerfallen zu entscheiden, wer diesen Mann mehr hasst. Warum sollten wir ihm helfen? Es spielt keine Rolle, ob er euer schlimmster Feind ist. Wenn sie jemanden wie Sokrates nur seiner Worte wegen einsperren... Wer sagt denn, dass sie das nicht auch mit euch machen? Wir sollen ihm also aus der Angst heraus helfen, selbst eingesperrt zu werden? Es schert mich nicht, warum ihr helft. Hätte ich seinen Namen nicht genannt, hättet ihr seine Verhaftung dann für gerechtfertigt gehalten? Wenn es so ist, wie du sagst, und es nur an seinen Worten lag, dann nicht. Und habt ihr keine Angst, es könnte euch genauso ergehen? Natürlich. Wenn wir nicht frei sprechen können, was bleibt uns dann noch? Wenn ihr das glaubt, solltet ihr helfen. Schön, schön. Du hast deinen Punkt vorgebracht und das auch noch sehr gut. Sokrates verdient unsere Hilfe, aber wir leisten sie nicht leichtfertig. Das macht sie sogar noch wertvoller. Wir gehen los und trommeln noch mehr zusammen, damit unsere Stimmen auch gehört werden. Ob du es glaubst oder nicht, wir sind gut darin, eine Szene zu machen. Wenn ihr wie Sokrates seid, glaube ich das gern. Nanu, ich habe noch nie gesehen, dass die sich so leicht überzeugen lassen. Interessant. Ist das so? Dann sollte ich wohl stolz sein. Ich bin überrascht, hier ein Kind zu sehen. Gibt es ein Alter, ab dem es in Ordnung wäre, zu debattieren? Was ist mit dem Abend vor jenem Geburtstag? Sollten wir uns, dadurch, wie die Welt uns sieht, von dem abhalten lassen, was wir gerne tun? Nun? Ich bereue, an dir gezweifelt zu haben. Danke. Ich glaube, es gibt kaum Größeres, als das Verständnis eines anderen zu erlangen. Da sind wir verschiedener Meinung. Meinungsverschiedenheiten vertiefen das Verständnis nur noch. Du bist das erste Kind, das ich treffe, das lieber debattiert als spielt. Verrate es nicht den anderen. Aber ich bin neidisch, dass du von Sokrates lernst. Eines Tages will ich das auch. Du bist auf dem richtigen Weg.
Wie heißt du? Aristokles. Obwohl mir dieser Name noch nie wirklich gefallen hat. Er klingt wie zahllose andere, die ich in und um Athen gehört habe. Warum nimmst du keinen anderen an? Kann ich das denn? Mein Bruder hatte immer Schwierigkeiten, meinen Namen auszusprechen. Deshalb nannte er mich Plato. Vielleicht benutze ich den. Gefällt mir. Danke. Nun, ich eile besser den anderen nach. Chere. Die Pfeile kamen von da! Das müssen die Priester sein, die die Schläger angeheuert haben und Sokrates loswerden wollen. Sobald wir den Papyrus haben, ergänzen wir ihn mit der Hand. Da nun alle Priester tot sind, werden sie nicht mehr gegen Sokrates aussagen können. Ich sollte zurück zu Sokrates, ehe die Verhandlung beginnt. Sokrates, du bist hier. Das bin ich. Was ist geschehen? So schnell kann die Verhandlung nicht stattgefunden haben.
Hätte ich die Gelegenheit gehabt, mich selbst zu verteidigen, wäre alles rasch vorbei gewesen. Doch leider ließ man mich schon vorher frei. Das sind gute Neuigkeiten. Offenbar wurden jene, die eine Anklage gegen mich vorbrachten, tot aufgefunden und ihre angeblichen Beweise gegen mich sind verschwunden. Das klingt eher, als würde jemand auf dich aufpassen. Es gab auch Leute, die gegen meine Verhaftung protestierten, wurde mir gesagt. Ich muss das fragen. Hattest du etwas damit zu tun? Musst du das wirklich fragen? Nein, aber du verdientest eine Chance, mir zu antworten. Und, hast du eine Antwort auf die Worte der Pythia gefunden? In der Tat. Ich dachte, es würde viel länger dauern, aber in dem Augenblick, als ich nicht mehr darüber nachdachte, traf es mich wie ein Blitz des Zeus. Teilst du nun die Meinung der Pythia oder nicht? Die Götter können nicht lügen, und doch weiß ich, dass ich nichts weiß. Ich musste begreifen, was es für jemanden, der nichts weiß, bedeutet, wenn man ihn weise nennt. Ich erkannte, dass die Pythia zwar meinen Namen nannte, aber gar nicht mich meinte. Wen hat sie dann gemeint? Die Antwort möchte ich jetzt noch nicht laut aussprechen. Die Leute werden sie nicht hören wollen. Und ich muss bedenken, wie ich meinen neuen Glauben Athen vermittle. Was du auch glaubst, sei vorsichtig. Ich will nicht, dass du wieder verhaftet wirst. Wir sollten dich nach Hause schaffen. Dort hast du es bestimmt bequemer. In vielerlei Hinsicht wird dem so sein. Was den Rest betrifft, darüber entscheidet Xantippe. Es ist schön, frei zu sein, aber ich glaube, Xantippe wird sich nicht freuen. Diesmal hat sie allen Grund, sauer zu sein. Wir streiten oft darüber, dass ich vorsichtig sein muss, was ich wann und wo sage. Jetzt wird sie das noch viel öfter ansprechen. Das klingt nicht sehr unterhaltsam. Oh, du missverstehst mich. Ich liebe das. Tust du? Die Leute sehen Xantippe und glauben, es wäre ihre Schönheit gewesen, die mich anzog. Aber ich lechze nach ihrer Streitlust. Mir gefällt die nie jemandem. Wenn meine Meinung angezweifelt wird, hilft mir das, sie zu verfeinern und als Person zu wachsen. Und ihr gefallen diese Streits auch? Oh, das bezweifle ich. Aber in diesen feurigen Momenten ist ihr Geist am stärksten, wie ein ungezähmtes Pferd. Sag ihr das mit dem Pferd nicht ins Gesicht. Ich fürchte, dein Rat kommt ein bisschen zu spät. Bring dich in Sicherheit. Mehr hast du nicht drauf! Ich frage mich, worum es hier geht. Bei meinem Handwerk ist das manchmal schwer zu sagen. Gehen wir schnell zurück, bevor noch mehr passiert. Zurück. Endlich. Ich bin bereit, wieder nach Athen zu gehen. Ich habe genug von Phokis und diesem Gerede über die Pythia. Es wird dich freuen zu hören, dass ich ihre Worte nicht länger brauche. Ah, dann hatte diese ganze Sache ja doch noch etwas Gutes. Da fällt mir ein Schüler von dir hat Notizen von deinen Lehren gemacht. Er wollte, dass du sie bekommst. Warum hast du das getan? Niemand bat ihn darum, meine Worte niederzuschreiben. Und wenn schon, heb sie doch auf. Teile sie mit anderen. Ich kann nicht, wegen einer Geschichte, die man mir als Junge erzählt hat. Was war das für eine Geschichte? Der ägyptische König Thamus erhielt Besuch vom Gott Teut. Teut bot dem König die Erfindung der Schrift an und sagte ihm, es wäre ein Wundermittel, um die Erinnerung und die Weisheit zu bewahren. Doch Thamus lehnte ab. Er glaubte, die Leute würden ihr Gedächtnis nicht mehr benutzen, weil sie einfach alles nachlesen würden. Niedergeschriebene Worte, so dachte er, bergen keine Weisheit, sondern erwecken nur den Anschein.
Du willst nicht, dass deine Worte aufgeschrieben werden, damit andere nicht so tun können, als wären sie schlau. Wie Tiere in einem Bild bleiben die Worte unbeweglich. Stellst du ihnen eine Frage, verharren sie in würdevollem Schweigen. Und ganz gleich, wie oft man fragt, geben sie doch immer nur dieselbe Antwort. Sie können ihre Botschaft nicht verteidigen. Das ist der Teil, der dir gefällt. Die Verteidigung deiner Worte. Jeder, der spricht, sollte seine Worte verteidigen, wenn sie hinterfragt werden. Deshalb spreche ich, anstatt zu schreiben. Und deshalb werden alle Worte, die meinen letzten Atemzug überdauern, die sein, an die sich die Leute erinnern wollen. Diese Worte werden wahre Weisheit sein und nicht nur eine Illusion. Was wirst du nun tun? Wenn ich zurück in Athen bin, werde ich vieles zu bedenken haben. Du wirst doch auf dich aufpassen, oder? Wenn ich mich entscheiden muss zwischen Schweigen und Sicherheit oder Sprechen und Gefahr, wird mir die Wahl nicht schwerfallen. Ich sollte los. Ich bin froh, dass du frei bist. Ich auch. Aber da wäre noch etwas, wenn du gestattest. Ich kann dich wohl kaum aufhalten. Wir glauben gern, dass Taten stets ein Fortschritt sind. Aber in Wahrheit geht es meist um Kontrolle. Je mehr wir handeln, desto mehr Kontrolle scheinen wir zu haben und desto weniger überlassen wir anderen. Doch wenn wir zu fest zugreifen, zerquetschen wir, was wir bewahren wollen. Und das heißt? Das heißt, dass sich das Leben manchmal entwickeln muss, ohne dass wir den Ausgang beeinflussen. Das merke ich mir. Das hätte ich fast vergessen. In deinem Brief schriebst du, du müsstest mich etwas fragen. Was denn? Weißt du, das habe ich inzwischen vollkommen vergessen. Pass auf dich auf, Cassandra. Halt dich aus Ärger raus, Sokrates.